Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Dienbacher, Personentrainer aus Karlsruhe, alias Mr. T, zum Thema Cardio-Training. Ja, es gibt ja immer wieder, jedes Jahr kommen mindestens ein, zwei Bücher raus und da behauptet der eine, nein, Cardio ist Schwachsinn, der andere sagt, nein, Cardio ist das Beste, Krafttraining ist Scheiße. Ich kann es schon gar nicht mehr hören. Grundsätzlich mal eins. Beide Sportarten haben Sinn. Die gute Mischung zwischen Cardio und Ausdauertraining kann zum Vorteil sein. Natürlich, klar. Wer jetzt natürlich im Aufbau Hypertrophietraining ist und meint, er muss in der Woche noch 4-5 Stunden Ausdauertraining machen mit Spitzenpulsbelastungen, da wird es schwierig. Da wird es ganz schwierig. Ja. Da wird es eng mit Muskelaufbau. Das lassen wir jetzt mal außen vor, da sprechen wir gar nicht drüber, sondern es geht einfach um ein gesundes Krafttraining in Kombination mit einem gesunden Cardiotraining, die Mischung zwischen beiden. Das ist was Schönes. Man kann Krafttraining am gleichen Tag machen wie Cardiotraining, wenn man es geschickt mischt. Man kann auch Krafttraining und Cardiotraining trennen, das ist eigentlich optimal, wenn man genügend Zeit hat. Und beim Krafttraining ist es eben so, dass immer wieder zwischendurch Blutdruck erhöht wird, zwischendurch die Herzfrequenz erhöht und danach sackt sie wieder ab. Beim Cardiotraining ist es natürlich schon so, dass natürlich hier gleichbleibende Leistung entweder abgeliefert wird durch eine bestimmte Herzfrequenz oder auch im Intervall. Cardio 2-3 Minuten einer gewissen Herzfrequenz, 1-2 Minuten einer Spitzenherzfrequenz nach oben. Das ist ganz gut für die Herzfitness, jawohl. Das ist auch ganz gut für den Herzrhythmus, Parasympathikus, Sympathikus. Yes, genau deswegen empfehle ich natürlich auch immer ein Stückweise Cardio mit ins Programm aufzunehmen. Und zwar dann, wenn es passt. In der Reduktionsphase, in der Erhaltungsphase, in Stressphasen zum Beispiel, ist Cardiotraining ein perfektes Entspannungstraining. Jawohl. Wenn das vegetative Nervensystem zerschossen ist, Burnout zum Beispiel, oder angehender Burnout, muss noch gar keiner sein, innerliche Unruhe, da kann ich euch nur empfehlen, ein schönes Cardiotraining. Nicht übertreiben im Cardiotraining. Mit der Herzfrequenz immer noch im moderaten Bereich bleiben. Und dann schöne, gleichmäßige Leistung abliefern. Der Parasympathikus und Sympathikus freuen sich. Die innerliche Entspannung wird gut. Wenn ihr dazu noch während dieses Cardiotrainings auch noch auf eure Atmung achtet, dass ihr nicht tächelt, sondern schön gleichmäßig über die Nase, über den Filter einatmet und dann über den Mund ausatmet, das ist einer gewissen Frequenz, das heißt länger ausatmen wie einatmet, tief einatmen und tief ausatmen, aber nicht hyperventilieren, sondern schön gleichmäßig euch drauf konzentriert, dann habt ihr ein perfektes Entspannungstraining und habt natürlich dann auch innerliche Ruhe. Deswegen, weder der Kraftsport alleine ist perfekt, noch der Cardio-Sport alleine ist perfekt. Am besten ist diese Mischung in beides, macht ja warum? Weil der Mensch natürlich in der Uhrzeit auch mal ein Stückweise laufen musste, rennen musste und nicht nur eine Minute, sondern vielleicht auch mal länger. Und auch das Krafttraining, der Mensch zum Beispiel, der Mann musste zum Beispiel mal ein Tier zerlegen, dann musste er kurzfristig schwer anpacken, dann mit der kurzen Entspannung schwer anpacken. Also beide Arten passen schon zum Mensch und beides sollte ins Training mit einfließen, wenn es passt. Das war schon Andreas Dienbacher, Personal aus Karlsruhe, zum Thema Cardio-Training, Krafttraining, die bunte Mischung macht's.